So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Wir machen weiter mit Limbo, deswegen ist hier schon die Komponente fertig. Und mal sehen, was uns unser kleiner Ordes dazu zu sagen hat. Dass wir jetzt das Limbo-Teil haben. A Limbo Park Blueprint. The theorem wasn't complete malarkey after all. Perhaps there's more to these equations than I previously thought. What am I missing? Yeah. Operator, I found a new theorem hidden deep in that Warframe part. These are actually starting to make sense. I mean, they're nonsense, but there's logic in the nonsense. It's almost as if someone's trying to speak to me in my own language. This new theorem is equally full of gaps. Please, find more proof fragments. Yeah. Natürlich machen wir das, aber das brauchen wir ja zum Glück nicht machen, weil wir theoretisch 7 gefunden hatten und uns das Ganze jetzt umgehen können. Das war, glaube ich, unter Schlüssel, oder? Ja, Limbo. Limbo-Systeme bauen wir. Das ist schon mal was Schickes. Ja, da wir wieder Überbrückungszeit brauchen, ungefähr eine Minute. Es ist momentan fast Ostern bei mir. Also jetzt, gerade wo wir aufnehmen. Und wir haben hier Ostersachen, allerdings sehr begrenzt in der Zeit, deswegen nutze ich das nur zum Überbrücken. Ja, wir haben ja nur kurz ein bisschen Zeit. Das müsste schon fast fertig sein. Nein, ich war schneller als gedacht. Ja. Mal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das mit in den Part nehme, wenn ich die nächsten Hinweisfragmente suchen gehe. Wahrscheinlich wird es drin sein, weil es sich ja vor die Mission knallt. Now it's becoming clear. Could it be that there's a plane between our normal plane and the void? A space between space? A rift? A rift that this limbo could control? Oh, and I've marked your navigation console. I think you'll be quite pleased with what you find there. Yeah, das ist wahrscheinlich. Dann fangen wir mal an. Was? Ausgrabung. Oh. Da nehme ich doch lieber was anderes mit. Erstmal brauchen wir eine schnellere Waffe. Ich habe nämlich gerade die Rangaufstiegsquest gemacht. Und dazu nehme ich mir mal gerne entweder eine Repetier- oder eine Vollautomatik mit. Aber da ich keine Vollautomatik habe, gerade muss die Repetier reichen. Und wir brauchen dazu einen Frost. Also für die Ausgrabung. Frosty mit Vulka wieder. Das ist einfach die stärkste. Und hier nehme ich ruhig die Dex Draka zum Leveln. Sehr gut. 3 schaffen heißt es wieder. Ja, wenn das so weitergeht, muss ich ja wirklich Frosty noch leveln, damit er die nächste Ausgrabung auch schafft. Weil 22 bis 30 ist schon unangenehm. Die letzten waren, glaube ich, 18 bis 20 oder so. Naja, wir beißen uns da schon durch. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Oh ja. Das wird schon, Lotus. Das wird schon. Keine Angst. Ja, wir sind hier. Jo. Passt, würde ich sagen. Doch, die Waffen, die ich dabei habe, sind okay. Also, der 100 Tage Lock-In-Bonus hier, die Azima. Wenn man sie ordentlich moddet. Da werde ich nur ein paar Mal nachladen müssen. 75 Schuss.
4 bis 5 Schuss brauche ich für den Gegner. 5. Oh, hier? Wie ungewöhnlich. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Aber diesmal können keine kleinen Kubos spawnen hier, da diesen Bagger reißen. Nur bring your Hunde, die mir Bagger reißen. Das ist auch gut. Ich organisiere mir mal die letzte Kapsel und werf sie mir in die Nähe. Mache ich nicht gerne. Falls jetzt ein riesen Ansturm kommt, kann ich ja immer noch die Kapsel aufheben und sofort reinstoppen. Oder ich verklicke mich beim Nachladen. Aber immerhin jetzt die Granate gefressen. Ja, ich würde gerne los. Aha. Bin hier jetzt nicht weg. Wenn ich das Ding 20 Sekunden alleine lasse, ist es tot. So viel hält die Bubble nicht aus. Nee. Wie man sieht. Schade das. Your hard work has just been rewarded. Extraction is now available. Es gab aber Geld, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Oder Chaotic oder so. Kein Limbo-Teil. Nein, nein, nein. Ups, falsche Richtung. Wir wollen ja gar nicht Extraction. Das war gemein. Das war richtig fies. So, einmal Energie aufladen. Das Schild. Oh nein, Katzen. Mag doch nicht wegen Katzen kämpfen. Katzen sind süß und niedlich und klar schießen. Nicht zum darauf schießen geeignet. Ja, du hast mich gefunden, sehr schön. Skorpion. Mir echt nachgelaufen den ganzen Weg. Weg. Wenn sie jetzt noch aufhören würde, mich anzugreifen, dann könnte man sich vorstellen, sie umnehmen zu lassen. Oh, wir haben gar keine Energie mehr. Genau zu solchen Situationen bin ich immer wieder froh, dass ich auch das Schild auffülle.
Na, schon mal schön, dass du mir eine Schutzwand hinstellst. Das ist aber nicht dein Job. Look what we just uncovered. Ja. Was habt ihr denn einfach stehen, der Luft? So, jetzt muss ich weiter. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass meine Tenno-Fähigkeit fertig ist. Weil selbst wenn mir mein Frost die dann nochmal weggibt, habe ich die Energieregeneration locker verdreifacht. Also im Vergleich zu jetzt. Und das würde dann heißen, dass ich mehr Bubbles stellen kann. Ich würde das schon gerne ohne viele Wiederholungen machen. Ja. Oh, wir haben wieder die. Dass ich die nicht jetzt sofort einsetze, hat auch seine taktischen Gründe. Ich möchte sie nicht einsetzen, wenn ich die erste Kapsel hingehe. So ungefähr. Jetzt konnte ich ganz gefahrlos die Energie holen. Muss ich wieder auf Energie suchen. Mach ich doch so ungern. Will viel lieber in meiner kleinen sicheren Bubble bleiben. Sicherheit ist relativ. Den HP, kein Problem. Solange jetzt niemand mit Schnittschaden vorbeikommt, ist alles okay. Weg da. Frostbubbles können zum Glück nicht looten. Und noch ein Kill. Weg. 10 Sekunden. So, die Tisch dürfte jetzt hier sein. Hohoho. Noch nicht fertig? Okay, eine versuche ich noch, und wenn nicht, gehen wir raus. Frosty ist noch ein bisschen zu schwach für mir. Und wir haben noch 5 Minuten. Aber man sieht ja, die Energieregeneration läuft weiter. Ich bin nicht mit 100% aufgestanden. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe nicht drauf geachtet. Ja? Echt? Ja? Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. So, jetzt sollte es mittig sein. Used to be builders, but now all they do is make war. The excavator has lost power. Find another cell.
von mir aus könnte auch langsam ein Energieträger auftauchen. Hätte ich jetzt nicht so wirklich das Problem mit. Nö, ich geh lieber. Ja. Ich hole euch denn dazu, wenn es das nächste Mal in einem der ersten vier Versuche geklappt hat. Oder danach. Oder danach. Ich habe da nicht so richtig massig Glück bei. Wobei, vielleicht war es auch einfach nur Glück, dass ich beim ersten Mal schon quasi bei der vierten Ausgrabung ja einmal eine und einmal drei gemacht Ding bekommen habe. Auf jeden Fall muss ich jetzt raus, ich habe nur noch eine Wiederbelebung und ja, möchte ich gern für Notfälle haben. Es kann sein, dass jetzt ein Grenier Maniac auftaucht und mich einfach umboxt. Und ja, wenn das passiert, möchte ich halt eine Wiederbelebung da. Ich finde es halt auch schade, dass die Ausgrabungen hier so eventuell random sind. Ja, Credit-Kiste und Credit. Gut, dann bis gleich. So, endlich geschafft. Ihr seht, zweite Ausgrabung. Es ist also völlig random, wo man die Limbo-Teile bekommt. Wenn man es ganz, ganz einfach und ganz, ganz lange haben möchte, kann man also immer und immer wieder nur die erste Ausgrabung machen. Aber im Prinzip, ja, scheinbar hat jede Ausgrabung eine Chance, das Ding zu droppen. So, und da Ordus nicht mehr aufhört zu reden, gehen wir einfach ran und bauen das Teil schon mal. Ja, dann würde ich mal soweit sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Folge und seid dann wieder dabei. Tschüss!